herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Und wir machen heute eine kleine Runde mit unserem Kriegerdeck. Das ist ja eigentlich recht gut. Ich schaue natürlich noch, ob wir irgendwas dran verbessern können, aber ansonsten, also ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob man irgendwas direkt austauschen könnte. Irgendwas, was uns bisher ein bisschen Ärger macht. Und so, ja, nee, sieht eigentlich schon ganz gut aus. Garrosh. Und wir bekommen auch einen Kriegergegner. Ich werde euch das vernichten. Ist schön, deswegen lassen wir die beiden fliegen raus mal. Und ja, kann man für den Anfang so lassen. Ist kein gutes Startdeck. Muss man auch dazu sagen. Aber klar, hiermit können wir natürlich ihm einen wegnehmen. Hiermit können wir zwei Schaden ihm irgendwie draufhauen. Schauen wir einfach mal, was uns das Ganze jetzt bringt. Oder ob wir vielleicht noch Glück haben und jetzt vielleicht einen Feendrachen jetzt gleich zu Anfang. Gut, ist beim Krieger natürlich auch nicht so schön. Ein Beutehamster oder gerade sowas wäre natürlich jetzt für einen Kriegerstart natürlich schöner. Okay, für uns kommt gar nichts. Deswegen gehen wir gleich ab in die nächste Runde. Und er macht den gleichen Gedanken wie ich. Und wir rüsten jeweils unsere Schilde auf. So, nächste Runde, was spielt er? Er macht auch nur aufrüsten. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mal langsam ein bisschen an, hier Schaden zu machen. So, wir nehmen dem erstmal Schilde wieder weg. Und schauen, was er jetzt anfängt zum Spielen. Wir haben ja Gott sei Dank noch den zweiten. Das heißt, selbst wenn er jetzt seine Dreierwaffe anzieht, hätten wir trotzdem schöne Möglichkeiten. Okay, er haut uns ein Zerschmettern drauf. Und opfert zwei Karten dafür, dass er uns hier wegnimmt. Gut, das ist schön. Deswegen gleiches Spiel noch einmal. Wir spielen eine Karte. Und hauen ihn entsprechend auf die 28. Schauen wir, ob er noch mehr zerstörende Karten hat. Versucht es hier nicht. Okay. Die bringt ihm natürlich nichts, wenn er damit nur entsprechend Dreierschaden macht. Deswegen spielen wir ja. Wir spielen 4 Schaden auf sie. Zack. Haben wir hier immer noch genügend. Und setzen uns entsprechend noch ein bisschen was drauf. Damit steht's 31-24. So, hier haben wir ja auch noch eine 5er Waffe, die wir jetzt zur Not spielen können, beziehungsweise wenn er was ganz Großes spielt. Meine Klinge ist durstig. Okay, der muss natürlich weg. Ah, schade. Das ist natürlich sehr schade. Der hier macht mir eigentlich mehr Ärger. Aber ich hätte ihn natürlich auch gerne. Deswegen überlege ich jetzt gerade, wie wir das am blödesten spielen können. Ach, wir haben doch genügend. Einmal zerschmettern. Dann einmal Wirbelwind. Na, jetzt wird's halt ein bisschen. So. Und weg damit. So, was spielt er? Ich würde jetzt gerne ihn eigentlich ausspielen. Es war jetzt echt ein teurer Zug, den wir hier gemacht haben. Wir haben 3 Karten gespielt. Meinem Willen.
Okay, der macht 4 Schaden. Deswegen spielen wir ihn einfach. Kopieren wir uns ihn. Ach, ich hätte noch einen. Ach, ich depp. So, mal sehen. Er wird jetzt wahrscheinlich ihn drauf spielen und dann mit seiner Waffe angreifen, oder? Wäre so der logische ich frage mich, ob Zug. Wenn er nichts macht, dann können wir in der nächsten Runde zerschmettern und ihn angreifen lassen. Greift an! Klar machen zum Entern! Okay. Ich muss mich entscheiden. Und er geht noch mit der Waffe drauf. Okay. Das ist sehr schön. So, schauen wir mal, was wir jetzt entsprechend spielen. Ich würde erst mal sagen, wir nehmen. Ja, da haben wir noch genügend. Ihn aus dem Spiel. Da legen wir eine Dreierwaffe hin, nehmen sie raus und spielen einmal hier rein. So. Wir brauchen mal unsere schönen Karten hier. Okay, spielt ein Us. Macht er noch was? Für den Kriegshäuptling! Okay, ein Ansturm nimmt uns raus. Das ist schön und wir haben Runde 9. Ihn müssen wir natürlich wegnehmen. Deswegen spielen wir in dieser Runde die Kombination. So, einmal. Und schauen, was er darauf antwortet. Raketen. Eklig, da hätten wir jetzt unsere 2 Schaden brauchen können. Versucht es hier mit. Dann noch mal hier drauf. Die Raketenschützin müssen wir leider wegnehmen. Und er hat einen gewissen Vorteil, aber wir haben Bordkontrolle und wir haben 2 schöne große Waffen. Und ich glaube nicht, dass er noch einen Us da hat. Nein, er legt sich eine Dreierwaffe hin. Und nimmt sie weg. Und was hat er hier noch liegen? Da hat er nichts liegen. Das ist sehr schön. Deswegen können wir jetzt auch direkt ihn spielen. Einmal. Hiermit gehen wir ins Gesicht. Die Waffe ist weg. Und wir gehen weiter in den Angriff. So. Was spielt er? Okay. Wir könnten jetzt gleich mit ihm ziehen lassen. Oder, ja, wir nehmen sie mit der Hand raus. Aber ich würde sagen, ihn in die Füße, ihn da drauf. So,
Und nochmal einmal extra weiter. So, weiter geht's. Es hat sich wieder ein bisschen geändert. Diesmal steht es jetzt 21 zu 18. Das ist 21 zu 20. Und bei ihm fehlen ein bisschen die Antworten. Mehr Schmerzen. Look down, Ogre. Ich gehe ihm ins Gesicht. Und leg unsere nächste Waffe an. So, hiermit kann ich noch 10 Schaden machen. Hier liegen 4 Schaden. Na, schauen wir erstmal, was er jetzt spielt. Er hat jetzt 3 Karten. Und es steht 23 zu 14. Okay, er gibt mir eine Karte. Danke. Okay, und er will das Spot clearen. Hat aber wohl offenbar keine schönen Antworten. Deswegen spielen wir jetzt unseren Yeti. Setzen unser Schild auch wieder ein bisschen hoch. Und wieder mal 2 Schaden ihm ins Gesicht. 25 zu 14. Okay, er haut hoch auf 16 und holt sich schöne 4 Schaden ab. Ah, wir kriegen schon die nächste Waffe, das ist schön. Deswegen, ja, der ist noch ein bisschen zu wertvoll. Deswegen, ich werde auch keinen Kartenzieher entsprechend spielen. Deswegen einmal hier drauf auf ihn, einmal eine Karte ranziehen und eine neue Waffe rein. Er rüstet auf. Und spielt rein gar nichts. Gut, da haben wir den nächsten Kartenzieher. Den wird er uns natürlich wegnehmen. Damit können wir auch seine 5er-Waffe schön rausnehmen. Und wir gehen ihm wieder schön direkt ins Gesicht. Jetzt können wir auch zweimal den Arkanitschnitzer dann nehmen. Ich träume und die Welt. Und Isira kommt. So, das ist natürlich der perfekte Moment für unseren Zauberbrecher. So, einmal. Und dadurch, dass sie eh nur 4 Schaden macht, können wir sie eigentlich größtenteils ignorieren. Meine Klinge ist durstig. Mehr Schmerz. Look down, Ogre. Weil was wird sie uns schon großartig wegnehmen? Das war's. Wir haben 31 und er hat noch 5. Das heißt, da wird nicht mehr viel kommen. Er kann uns jetzt hier 2 wegnehmen. Wenn er sich nicht. Wenn wir 2 Schaden zusätzlich machen, haben wir ihn. Wir legen die Waffe an, haben 5. Er wird sich reinheilen. Also da wird nichts Großartiges von ihm kommen. Er kann hier 2 wegnehmen. Na, dann überlebt er vielleicht noch eine Runde extra. Wenn er alle stehen lässt, außer dem hier. Das heißt, wir müssen noch. Ja, na, ist ein bisschen. Also genauso. Seine 5er Waffe geht auf unseren Zauberbrecher. Ja, da kam sie. Okay. Gut. Das war schön. Er hat nur noch 3. Ach, er hat nur noch 3. Na, dann gehen wir hier mit einmal rein. Machen hier auch noch ein bisschen Schaden. Und hauen ihn um. Look down, Ogre!
Tada! Also es war eine nette Runde mit unserem Kriegerdeck. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, gebt ein Like. Ansonsten schreibt gerne in die Kommentare, was ihr an dem Deck noch verbessern würdet. Ihr seht sie hier an der linken Seite. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde hier bei Hearthstone. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.